So. Dann gucken wir mal. MV-Anlage. Haben wir jetzt alles? MV-Kabel haben wir ja auch. So. 26. Das reicht ja gar nicht, bitte gerade auf. Gut, dann müssen wir noch ein bisschen was machen mit den MV-Kabeln. Papier? Ach ja, Papier. Na gut, da haben wir zum Glück noch massig. Aber auch da brauchen wir wieder Kupfer. Manchmal, wie wird HV-Kabel gemacht? Okay, das heißt also mit diesen LV-Kabeln können wir ruhig ein paar machen. Das schadet niemanden. So, wir haben 177 Papier. Das heißt, wir brauchen 90 mal Kupfer, können wir machen. 90 Stück. Soll ich überhaupt so viel machen? Eigentlich nicht. Wie viel bekommt man denn daraus? Och, Alter. Oh, Mann. So, 6 Stück bekommt man daraus. Okay, das heißt. Wait a minute, kriegen wir, wenn wir daraus jetzt mehr machen, kriegen wir was? Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. 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 Nee, da war kein Gewinn. Aus 3 wird immer 3. Okay, schade. Das heißt, wir. Ist auch egal. Das heißt, wir bekommen. Ich sag manchmal 100 Kabel. Ja. 100 ist vielleicht ein bisschen viel, oder? Egal, wir machen 100 Kabel. Das heißt, ich brauche 50 mal Kohle. Kupfer. So. Das sollte dann doch passen. Gut, du kannst das andere direkt hier wieder rein. Bitte da. Siehst du, ich weiß gar nicht, was der hat. Oh, unsere Kiste wird doch leer. So, Schmelzofen. Rinne mit dir. Wir brauchen Kupfer. So weit das Auge schreit. So, wie gesagt, ein bisschen Kabel haben wir ja schon. Von daher 100 Kabel, also 100 Kabel nochmal dazu, sollten auf jeden Fall reichen. Wir brauchen aber noch schwarzes Gummi. Also so richtiges Gummi und nicht so ein Kautschukmaß. Okay, da haben wir noch ein bisschen was. Sehr schön. Sehr schön. So sollte ja alles glatt gehen. Gut, 34 ist das natürlich eine wunderschöne Zahl. Das wird nichts werden. Das heißt, wir machen 30. Der andere 4 können also direkt wieder nach oben. Weg mit dir. Okay, danke. So, fertig. Fertig. Sehr schön. Ja, also wenigstens die Öfen sind schnell, ne? Gibt's hier? Ja, so. Und jetzt einmal rotieren. Und jetzt du dann noch. Was? Aha. Haha. Alles. Was tue ich gerade? So. Feierabend. Was? Das war gerade bei 15 Kabel? Scheiße, brauchen wir. Alter. Oh Gott, ich brauche. Oh Gott. Kabel. Schwarzes Gummi. Oh Mann, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr.
Ich meine, nichts ist leichter als Gummi, da haben wir noch massig von. Also das, dieses, die, diese Baumstämme haben wir noch massig von. Wie jetzt? Achso, Alolilieren. Da schon wieder. Rohlatex, dann bräuchten wir davon gerade mal noch 19. Ich knall einfach alle drei. Was er braucht, nimmt er sich. Wobei, warte mal ganz kurz. Wir brauchen ja sowieso nur so viel, wie wir auch haben. Wo sind unsere ganzen Kabel hin? Ah, die kommen, mach einfach rein jetzt. Ach, kriegst du da. Komm, weiter. Nur nicht schwach werden hier, nur nicht schwach werden. Na komm, kommst du, komm. Achso. Latex ist alle. Was jetzt? Wo sind die ganzen Kabel? Da. Da. So. Das sollte für den ersten Testaufbau schon mal auf jeden Fall reichen. Ich würde nämlich gerne mal ganz kurz gucken. Kommen wir überhaupt hoch? Da ist doch Wasser über uns, oder? Ach nee, ist hier gar nicht. Hier sind die Beete dahinter. Gut, da würde ich trotzdem mal ganz kurz aufpassen, nicht, dass ich die Beete kaputt mache. Das finde ich nicht so schön. Da buddel ich mich einfach hier mal so immer durch. So ungefähr. So. Jetzt will man kurz gucken. Ich stütze mich einfach mal an. Wo ist eigentlich Ebene 0? Ebene 0 ist das. Wenn ich jetzt hier eine MV-Anlage... Sieht man bei der MV-Anlage selbst, wie viel Strom sie produziert? Ja, 480 EU. Okay. Wenn ich jetzt unter die Wasseroberfläche gehe, wird es dann noch weniger? Hat die auch irgendwann 0? Oh, tatsächlich. Ist bereit, hat aber kein EU mehr. Okay, das heißt, unter 0 macht die tatsächlich einfach gar nichts mehr. Das ist natürlich ein bisschen heftig. Gut, da gehen wir nur einen Schritt runter. Hat die jetzt 240? Hey, lol. Okay, also unter Meeresspiegel versagt sie wirklich komplett den Dienst einfach. Na gut. So. 240. Wie viel hast du jetzt? Moment, wann ist 240 oder 480? Wir haben mich gerade selbst schon durcheinander gebracht. Okay, 480, okay. Also pro Ebene bekommt ich scheinbar 30 dazu. Nein. So, das wären dann 510, 540, 570 und 600. Ja, die Rechnung funktioniert. Okay. Gut, das heißt, wir können dann jetzt erstmal ein bisschen hocharbeiten. Ja, das hat perfekt funktioniert. Ich will einfach mal ganz kurz gucken. Ach, Leute. Feierabend jetzt hier. Oh mein Gott, Ronny, was tust du denn da? Oh, verzweifeln. Das ist alles hier hoch, Alter. Hier runter springen, bist du tot. Obwohl, nee, wir haben unsere Regenbogenrüstung an. Haha. Kein Netzwerk. Willst du mich verarschen? Ja, so viel zu der Höhe von 50 Stück. Wie soll das funktionieren? Kein Netzwerk. Du willst mich doch gerade verarschen, oder? Wenn wir mit gerade nach oben bauen, schon das Netzwerk verlieren, wie wollen wir denn da hinten hinkommen? Sag mal. Finde ich jetzt nicht so geil. Du müssen wir jetzt erstmal ganz kurz gucken, ob wir ne? Vor allem die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt gucke, wie weit wir uns entfernen können, gilt das dann als Quader oder gilt das wirklich gesamt entfernt? Das heißt, wenn ich mich jetzt, also angenommen, ich stelle jetzt raus, wir können jetzt 30 Blöcke nach oben bauen.
Heißt das dann, dass wir uns auch 30 Blöcke nach oben und gleichzeitig 30 Blöcke zur Seite arbeiten dürfen oder nur insgesamt 30 Blöcke? Also zum Beispiel 15 Blöcke nach oben und 15 Blöcke zur Seite. Wie heißt es? Ist doch normal, ey. Ah, das wird ein Spaß, das wird ein Spaß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich meine, wir kriegen immerhin ordentlich Leistung. Ne? Wir haben jetzt schon, alleine wenn wir unten am Wasserlevel waren, bereits 600 EU bekommen. Das ist schon heftig. Aber wo platzieren wir die Kacke am dümmsten? Oder wir sagen einfach, okay, scheiße was auf die optimale Platzierung. Wir platzieren es einfach da, wo es optisch am schönsten aussieht. Und wenn die Anlage halt nicht hundertprozentig effizient ist, okay, scheiß drauf, wir haben ja sowieso noch unsere Batterie, die ein bisschen puffern. Ne? Alter, wie tief muss ich das so runterbauen? Oh Gott. Liegt das daran, dass mein Active Range so niedrig ist, oder hat kein Netzwerk? Das ist so kacke. Das ist echt Mist. Kein Netzwerk. Okay. Ich muss zugeben, ich habe es mir etwas einfacher vorgestellt, tatsächlich. Das wird heftig. Das wird echt heftig. Immer noch kein Netzwerk. Ja, also da. So viel zum Thema 50 hochbauen, ne? Ich glaube, das wird nichts. Ja, jetzt haben wir maximal eine Höhe von 20. Kann ich also doch hinten aufs Hoteldach bauen. Oder bei uns aufs Dach bauen. Die Frage ist, wie weit muss ich jetzt noch runter? Du willst mich verarschen, oder? Macht er sich gerade lustig über mich, oder ist das so gewollt, dass das so ist? Also, ich verstehe. Ah, okay, jetzt ist es wieder aktiv. 800 EU gerade mal. Es, ja. 900 EU? Kein Netzwerk. Okay, also bleiben wir auf dem Niveau mit 900 EU. Ja, kommen wir nicht. So. Gut, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Das heißt, wir bauen. Also hier hoch auf jeden Fall nicht, das ist klar. Ich würde gerne hier eine kleine Aussichtsplattform reinbauen. Dass wir quasi sagen, okay. Wir bauen hier in der Mitte das Kabel hoch. Die Frage ist, auf welcher Höhe? Am dümmsten eigentlich auf der Höhe hier. Und da kam mir quasi alles gerade so. Genau. Kommen wir hier sogar relativ gut. Okay, komm, mach uns unten auch noch weg. So, da kommen wir nämlich hier mit dem Kabel quasi raus. Das hier kommt später wieder weg. Na, lass ich erstmal. Und dann. Jetzt brauche ich ein bisschen Baumaterial. Ein bisschen. Und zwar würde ich gerne oben eine Plattform bauen, die auf vier Säulen steht. Aber nicht so eine ultra breiten Säule, weil das sieht einfach optisch scheiße aus. Sondern ich würde gerne so eine richtig schmalen Säulen bauen, dafür aber halt vier Stück. Und ich habe mir da auch schon optisch ein bisschen was überlegt und ich hoffe einfach, es wird gut aussehen. Wir brauchen dafür auf jeden Fall Holz. Würde helles Holz gut aussehen? Komm mal her. Mal gucken, welches Holz sieht von der Farbe her? Nee, das ist viel zu dunkel.
Das geht schon und das dürfte. Ja, das ist viel zu hell. Also ich bin fast am. Oder nehme ich doch das? Ich glaube, ich nehme doch tatsächlich das hier. Okay, dann kommt ihr wieder zurück. So, Holz. Da brauchen wir. Haben wir bereits Holzbretter? Nö. Weißt du was, leck mich. So. Und hiermit müssen wir jetzt ein bisschen was machen. Und zwar folgendes. Ich brauche ganz viele dünne Stäbelein. Gibt's natürlich nicht. Willst du mich verarschen? Das dünnste ist das hier? Ich hatte gehofft, noch quasi, ne, ist ja quasi jetzt ein Viertel, dass ich quasi noch auf ein Sechzehntel runterkomme. Gut. Ich meine, wenn ich eh nur ein Viertel hätte, dann könnte ich ja auch quasi gleich so eine Dinger hier benutzen. So ein Holzzaun. Kommt ja vom Durchmesser ja fast das gleiche raus. Aber ich wollte halt ein bisschen dünner sein als ein Holzzaun, weißt du? Also wirklich so ganz Figakaka ist quasi so. Ah ne, Holzzaun kann ich gar nicht nehmen für das, was ich vorhabe. Doch, könnte ich nehmen. Oh, muss ich überlegen, wie mache ich das am besten? Optik. Moment, habe ich noch Zäune? Da kann ich jetzt nämlich erstmal ein bisschen testen, rumtesten hier, bevor ich irgendwas verschwende. Ich habe Zwischenzäune und ich habe keine Zäune mehr. Das ist so traurig. Kann ich mal irgendwo ein paar Zäune abrupfen? Ich will einfach mal gucken, wie es optisch aussieht. Nee, so ganz normalen Zaun habe ich nirgendwo mehr, oder? Obwohl, doch, da hinten habe ich normalen Zaun. Ach, muss ich überall. Ach, scheiße, die Wand dann. Ah, ich will jetzt kein. Ach, scheiße. Ach, Kacke. Herrin, komm schon. Ah, gut, dann brauchen wir mal ein bisschen was hier. So. Wir bauen mal 8. 12. Für den ersten optischen Eindruck sollte das schon reichen. So, dann nehme ich jetzt hier das Kabel hoch. 1, 2, 3. Du kommst weg. So, meine Idee war nämlich quasi, dass wir einfach hier so eine Art Gerüst drum bauen. Das heißt quasi 1, 2, 3, 1, 2, 3, sind das 3? Ja, sind 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 und dann können wir quasi hier einfach so. Ey, das ist viel zu groß. Okay, dann mache ich das doch mit der Säge. Das sieht ja mit der Säge definitiv besser aus. Zum Glück habe ich nur 12 Zäune gemacht. Naja, mal gucken. Irgendwann brauchen wir garantiert wieder Zäune, ne? Von daher. Zur Not verbrennen wir die. So, das heißt, dann gehen wir nämlich mal in die Flex. Dann machen wir das Ganze nämlich mit diesen Vierteldingern halt. Und dann rotieren wir die quasi so. Das zeige ich euch dann schon, wie ich mir das gedacht habe. Ich glaube, erklären darf ich dann noch weniger als einfach mal zeigen. Du erstmal da.
Schön ist das hier. Kann ich einfach über diesen Zaun rüberklettern? Ist das praktisch. So, das Ding kann ich später wieder ab. Das brauche ich erstmal nur, um die Höhe zu höhen. So, wir brauchen euch nicht und euch nicht. Wir brauchen die Holzdings da. Und da mache ich einfach mal alles, weil die kann man später auch wieder rekombinieren. Wieso kriege ich davon nur zwei? Ach, wollte ich nur noch. Wow. Hallo. Danke. So, 99. Nein, ich hätte gerne. Ne, Verschwendung brauche ich nicht, von daher. So. Dann noch ganz nochmal. Die Röstung brauche ich dann auch nochmal. So, bam. Sollte erstmal reichen. Dann brauche ich den Schraubendreher und ich brauche das Replacement Tool. Wo ist denn das jetzt? Da. Ach, das ganze Inventar schon wieder so scheiße voll hier. So. Okay, dann zur nächsten Idee. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich das am dümmsten. Es ist viel zu dick. Mal gucken, vielleicht geht's doch. Wo ist der Schraubendreher schon wieder hin? So, wie rotieren? So schon mal nicht. So auch nicht. Hä? Hilfe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es ist ja schon wieder eine Katastrophe hier. Ja. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Oh nee, halt, das war falsch. Du kommst nach dahin. Alter Schwede. So, also, mal so gucken, wie ich den hier am liebsten platziere. Geht das so hier? Ja. So, dann haben wir quasi schon mal die vier Pfeiler. So. Und jetzt hier zwischenstreben, habe ich mir halt gedacht, dann nehme ich einfach hier so Dinger so reinklatsche. So. So, und das Ding quasi auf jeder zweiten Ebene. Das heißt so, 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 so. So, dann können die unteren nämlich wieder raus. Wie gesagt, nur auf jeder zweiten Ebene. Ansonsten ist es nämlich too much. Das sieht halt schon ganz schön dick aus, ne? Na gut, andererseits, das muss ja auch eine Solaranlage tragen. Es sieht auf jeden Fall besser aus als mit dem Zaun. So, und das ganze Ding muss ich jetzt hochbauen bis zum Ghetto. Das heißt, bis auf die Höhe von dem Ding da. Also erstmal das Kabel rausholen. Also, habe ich schon. Beziehungsweise ich kann das Ding auch erstmal abbauen, glaub. Mit einfach probieren, ab wann ich wieder auf 900 komme, bin ich schneller, als hier versuchen gleich zu bauen. Das wird ja heftig.
Weißt du, da dachte ich mir so, geil, okay, hast im Forum eine Nachricht bekommen, hast wieder ein paar Aufgaben, kannst du einfach abarbeiten, wieder ein paar schöne Folgen, unbeschwerliche Arbeitsverhältnisse. Und dann kommt so eine Scheiße. Warum hasst mich dieses Spiel eigentlich so sehr? Kann mir das mal jemand sagen? Habe ich irgendwann mal was falsch gemacht? Habe ich irgendwann mal aus Versehen mit einer Freundin von den Co-Entwicklern geschlafen, ohne dass ich es gemerkt habe? Und da ist einer böse auf mich? So richtig böse auf mich? So absolut so persönlichen Hass? Kann das sein? Oder einer der Co-Entwickler ist ein Windows-Fan und der weiß, dass ich kein Windows-Fan bin und er hasst mich deswegen. So viele Möglichkeiten. So, okay. Spaß beiseite. Wir machen jetzt mal hier... Oh Gott, das wird... Bitte was? Wir machen jetzt mal hier... oh Gott, wie mache ich das am dümmsten? Okay, erstmal schwarze Kabel. Oh, what the fuck. Alter. So, da brauche ich mal die Solaranlagen. Die da. 700 EU. Da können wir natürlich gleich mal gucken, ob ich jetzt auch noch auf 900 komme oder ob ich mich jetzt von dem Ding weiter entfernt habe. Ne, das jetzt quasi kürzer ist. Hab ich jetzt schon gebaut. 900. Okay, scheint ja so zu klappen. Ich versuche mal noch mal ein bisschen höher zu gehen. Na, vergessen ja. Okay, dann bleiben wir bei 900 EU. Dann haben wir wenigstens einen sauberen Wert. Saubere 900 pro Einheit, damit kann man rechnen. So. Okay. Mir fällt gerade auf, mir fehlt noch was. Aber das, was mir fehlt, kann ich auch selber manuell machen. Okay, kein Problem. Absolut kein Problem. aua. Ach, kein Problem. Alles gut. Alles cool. Ich bin cool. Alter, ich bin cool. Guck mal, wie cool ich bin. Yeah. So, jetzt müssen wir erstmal. Das hier hochziehen. Naja, nicht so weit, bitte. Das wird ein Spaß. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das jetzt hier mache. Also auf der Ebene. Auf welcher Ebene bin ich jetzt eigentlich gerade? Auf der Ebene, genau. Hier kommt die Kabelverlagerkacke. Bin ich jetzt schon zu hoch oder zu tief? Alter, ich krieg eine Krise hier. Ach, weg mit dir. Du kannst mal da unten bleiben. So, hier bin ich jetzt. Doch, genau, passt. Das heißt, auf der Höhe, genau, kommt die Holzebene. Hier geht es also einfach nur erstmal durch. Sehr schön. Nein! Boah, Alter, Glück gehabt. Das schon, ich falle jetzt komplett runter. Ja, warum ich erstmal gegenüber mache, hat einen kleinen Grund. Glaub mal, jeder, der versucht das, ne? Ist eigentlich offensichtlich. So und so. Und jetzt kann ich nämlich die Seiten bauen und dabei kann ich nämlich gleich mal hier die Dinger kopieren und da einsetzen. Da einsetzen. Da. Ja, das war falsch. Da einsetzen und da einsetzen. Oh, ich glaube, das war scheiße. Ach, fuck you. Da. Ja, passt sogar relativ gut. Wo hänge ich? Wo hänge ich? Ich habe mit Aufgaben, ich bin Windows-Rechner. So, die Frage ist, wie groß machen wir die Fläche hier oben? Machen wir die wirklich nur 3x3? Weil ich glaube mal, mehr als 9 Solarzellen werde ich nicht benutzen. Ich sag mal ja. So, hier kommt jetzt erstmal Ellos Solarerus. So, dann können wir auch schon mal die drei, die wir haben, quasi schon mal platzieren. So, jetzt haben wir 2700 EU noch mal dazu. Ist doch schon mal heftig. Oder wir machen die Plattform echt um eins größer.
Würde von unten wahrscheinlich besser aussehen. Ja, doch, machen wir eins größer. Nur nicht runterfallen. Ich werde gerade. Boah, Alter. Sieht von unten wahrscheinlich besser aus, wenn ich hier noch ein bisschen extra Rand gebe. Aber das Problem ist halt hier diese Kabelebene. Die würde von unten halt. Ne, die sieht von unten halt total scheiße aus. Muss ich alles dafür tun, um das ein bisschen zu verdecken, quasi. Damit das optisch auch ein Hingucker wird. So. Und jetzt kann ich quasi hier reinspringen. Bam. Und jetzt hier nochmal das Gleiche. Bin ich immer gespannt, wie das von Weitem aussieht. So, und jetzt hier auch wieder Blöcke. Da. So kann ich jetzt. Ja, doch, kann auch hochspringen. Doink. So. Achso, hier noch Kabel. Tada! Damit ist unsere MVA. Oh. Habe ich Nahrung dabei? Natürlich nicht. Damit ist unsere MV-Anlage fertig. Unser kleiner Solarturm. Ja, doch, sieht von Weitem eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Doch, die sieht gut aus. Nicht perfekt, definitiv nicht perfekt, aber mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, sieht es gut aus. Das Einzige, was wir noch machen könnten, ist der äußerste Rand mit Slabs austauschen quasi. Nee, komm, lassen wir. So sieht es gut aus. Und jetzt haben wir quasi hier den Turm. In der Mitte verläuft das Kabel. Das ist doch geil, ist doch gut. Und wir haben unten jetzt haufenweise Energie. Jetzt haben wir richtig scheiße Power. 3330 EU. Das ist doch nicht schlecht. Damit kann man schon so ein paar Sachen machen. Ich meine, es ist, glaube ich, immer noch zu wenig, um das Ding hier in Echtzeit zu betreiben. Die Zentrifuge, weil die braucht, glaube ich, 5000 oder so ein Kack. Gucken wir einfach mal. Oh, sogar 6000. Aber es reicht zumindest dafür aus, um schon mal ordentlich Power da, ne? Wie gesagt, leider können wir nicht höher bauen. Mit 50 Einheiten in die Höhe bauen hat der nicht geklappt. Da hat er das Ding nicht mehr erkannt, warum auch immer. Ja, von daher weiß ich nicht, was wir da noch machen können. Ich glaube nichts. Ich bin einfach gestorben. Ja. Was machst du da jetzt genau? Bitte so. Ach komm, rein. So, da soll es das mit der Folge auch erstmal gewesen sein. In der nächsten Folge gucken wir mal, was wir hier noch so machen. Bis dann.